Ja, schönen guten Abend. Wir haben uns jetzt hier oben auf dem Stadthaus von Bonn eingefunden, in luftiger Höhe. Wir wollen hier ein Nachtpanorama aufnehmen. Es empfiehlt sich in diesem Fall, wenn wir uns die Landschaft mal angucken, dieses Stadtbild, ein HDR-Foto zu machen. Das werden wir auch umsetzen. Zuerst möchte ich ein paar Worte zum Aufbau sagen. Sie sehen, das Stativ steht etwas extravagant hier, hat auch seinen Grund. Wichtig ist, dass unsere Linse, unsere Kamera, so weit wie möglich über diese Brüstung hier kommt, damit ich einen optimalen Bildwinkel aufnehmen kann. Wenn ich mich sonst in diesem Bereich nach drüben bewege, habe ich zu viel von dieser Mauer hier auf dem Panorama. Und so kann ich einen maximal möglichen Bildwinkel darstellen. Wenn ich also meine Kamera so weit wie möglich nach vorne anstelle, das habe ich gemacht, indem ich die Stativbeine hier vorne etwas gesenkt habe und das Stativ von hier stabilisiere. Nivelliert habe ich das Ganze dann auf diese Wasserwaage hier. Das heißt, wichtig ist, dass der Nodalpunktadapter hier im Wasser steht. Hier unten, das interessiert uns in dem Fall weniger, weil wir drehen die Kamera ja hier um die Achse. Den Nodalpunkt haben wir schon eingestellt. Wir arbeiten jetzt mit einem Canon 35 mm Objektiv. Sie sehen, wie der Wind hier oben pfeift. Das könnte natürlich bei Langzeitbelichtungen von bis zu 30 Sekunden, die wir dann durchführen werden, zu massiven Problemen führen. Deswegen entferne ich zur Sicherheit mein Segel. Das würde die Kamera zum Verwackeln bringen bzw. das Bild negativ beeinflussen. Ja, bei der HDR-Fotografie ist es besonders wichtig, dass wir in den Fenstern keine Überstrahlung haben bzw. Straßenlaternen beachten. Und wir wollen aber auch eine gute Zeichnung in den Schattenbereichen haben. Aus diesem Grund arbeiten wir hier mit 3 Belichtungszeiten. Wir wählen wieder, wie schon gelernt, im normalen Panorama eine mittlere Belichtungszeit. Die werde ich gleich ausmessen. Und mit dieser mittleren Belichtungszeit fotografieren wir dann ein Bracketing. Das heißt, eine Belichtungsserie plus minus 2 Lichtwerten. So, der Wind nimmt zu. Das gehört bei dieser Panoramafotografie, die wir heute Abend gemeinsam erleben, aber auch dazu. Wir wollen noch ein paar Grundeinstellungen der Kamera gemeinsam vornehmen. Ich nutze in diesem Fall jetzt mal unser Live View, um die Kamera einzustellen. Ist auch eine ganz sinnvolle Geschichte. Weiterhin habe ich natürlich immer eine kleine Taschenlampe dabei, um meine Kamera abzuleuchten, wenn ich diverse Einstellungen vornehme. Ich habe eine Blende 14 gewählt, werde jetzt mal die Zeit einstellen. Wir werden hier um die 30 Sekunden Belichtungszeit erreichen und betrachten mal unser Bildschirmmenü. Und wir werden feststellen, wir haben ein relativ dunkles Bild. Wir haben noch eine ISO-Einstellung von 100 gewählt. Macht natürlich bei diesen Lichtverhältnissen keinen Sinn. Also erhöhe ich jetzt mal die ISO-Zahl. Und man kann das jetzt am Display sehr gut erkennen. Je weiter ich mit der ISO-Zahl nach oben gehe, sieht man, dass hinten die Stadt langsam erscheint. Ich wähle jetzt nicht weiter wie 800 ISO, weil ab einem Wert von 800 ISO die heutigen Kameras anfangen zu rauschen und die Bildqualität dadurch zu stark abnimmt. Fokussiert haben wir wieder manuell, das heißt über Live View bzw. unser Objektiv auf unendlich eingestellt und dann nochmal über Live View korrigiert und überprüft. Wichtig ist bei solchen Aufnahmen, wenn Sie hier oben stehen, mal eine Testserie durchzuführen, das heißt eine Bracketing-Serie aufzunehmen mit allen 3 Belichtungsstufen und die Bilder über das Display zu kontrollieren, ob wir auch wirklich keine Überstrahlung haben und auch keine ausgefressenen Lichter bzw. die Schatten gut gezeichnet sind. So, wir haben jetzt eine mittlere Belichtungszeit von 20 Sekunden gewählt und machen jetzt unsere Testaufnahmen. Ich verwende natürlich einen Fernauslöser. So, die Aufnahme hat natürlich einen kleinen Moment gedauert. Wir schauen uns jetzt die Ergebnisse an. Wir sehen 3 Aufnahmen. Die erste, die zweite und die dritte Belichtungsstufe. Ich vergrößere das Ganze mal. Hier bei einer sehr langen Belichtung
haben wir natürlich von den Gebäudemauern eine gute Zeichnung. Wenn wir hier mal ein Gebäude uns suchen, hier zum Beispiel, diesen Bereich, gehe ich jetzt in die etwas kürzere Belichtung, sehen wir einen sehr dunklen Bereich, wir können das Gebäude kaum erkennen. Aber wenn wir dann hier in den überstrahlten Bereich hineinwandern, nach oben, sehen wir hier eine wesentlich bessere Darstellung wie bei der langen Belichtungszeit. Insgesamt können wir die Belichtungszeit noch eine Stufe nach unten korrigieren und danach werden wir unsere Aufnahmeserie komplett über die Horizontale durchführen. Im Hintergrund haben wir die Kamera. Der Spiegel löst aus. Das dauert natürlich eine Zeit lang, wenn wir solche Aufnahmen machen. Wir werden die Bilder dann in einer weiteren Lektion zu einem HDR-Panorama verarbeiten.